So Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute befinden wir uns wieder in meiner Gemeinschaftslehre. Vor der Kamera heute ist sozusagen einmal der Spooky. Wenn sich das Vogelpersonal ändert, werde ich euch erzählen, was das für ein Vogel ist. Einmal noch natürlich Nymphensittich und, wie der Name ja schon sagt, Spooky, ein männlicher Nymphensittich. Der Spooky werdet ihr ja schon aus dem ein oder anderen Video kennen. Ist auch ein handsamer Nymphensittich. Hinten dran hat auch sehr interessant mein ältester Nymphensittich mit fast 30 Jahren, der Jack. Der hat sogar erst neulich seinen Namen bekommen. Genau. Jetzt zu sagen über das heutige Thema vom Video. Nämlich, heute will ich mit euch drüber reden, über sozusagen, wie man eine Zucht verhindern kann. Weil es gibt immer wieder Leute, die mich fragen, ah Dominik, wir wollen uns Nymphensittiche anschaffen, wir wollen uns Wellensittiche anschaffen oder Zebrafink, ist ja egal, welche dieser Vogelarten. Aber wir wollen nicht züchten, weil wir wollen einfach die Vögel so halten. Was gibt es da für Varianten? Wie verhindert man die Zucht? Und da will ich heute mal mit euch teilweise in diesem Video drauf eingehen. Natürlich kann ich nicht jede Frage, die man dazu hat, beantworten oder kann auch nur meine Erfahrung damit mit euch teilen. Nämlich starten wir einfach mal. Wie kann man sozusagen eine Zucht verhindern? Das Allereinfachste ist, wenn man sozusagen eine reine Männergruppe haltet. Eine reine Männergruppe kann an zum Beispiel Nymphensittich, nehmen wir einfach mal Nymphensittich als Beispiel, kann natürlich keine Eier legen und dadurch natürlich auch keinen Nachwuchs bekommen. Da habt ihr dann sozusagen auch keine, braucht keine Angst haben, dass das Weibchen eine Legenot bekommt oder so. Und wenn ihr wirklich nur eine reine Erhaltungs, eine reine Haltung haben wollt, ohne Zucht, sagen wirklich einfach, euch dafür entscheiden. Wir nehmen ein paar Männchen, dann haben wir eine ganz entspannte Sache. Müsst ihr auch um die, müsst ihr euch nicht darum Gedanken machen, legt der Vogel jetzt mal Eier oder so. Genau. Dann die Variante, man hat jetzt so wie ich jetzt eine gemischte Gruppe, hat vielleicht ein paar Weibchen, ein paar Männchen oder auch nur ein Pärchen. Wie kann man da die Zucht verhindern? Also, meine Vögel, hatte ich ja schon in der letzten Videos mal erzählt, habe ich jetzt ja die letzten Jahre auch gezüchtet, klar. Aber gerade in der letzten Zeit habe ich mich dazu entschlossen zu sagen, gerade Nymphenstiche, Wellensittiche, Zebrafinken und so gibt es genügend gerade in den Tierheimen. Und ich persönlich sage, ich will jetzt einfach nur ein Halter sein, ohne gerade in die Zucht mit einzusteigen. Ist natürlich auch wichtig, dass trotzdem Leute züchten, nicht in dem Sinne falsch verstehen. Aber ich habe mich jetzt dazu entschlossen, nur aktuell Halter zu sein. Genau. Und wie kann man jetzt sozusagen in einer gemischten Gruppe nur Halter sein? Klar ist ein Vogel kein Säugetier, wo jetzt einfach das Junge da ist und man sagt, oh scheiße, jetzt sind sie da. Nee, ein Vogel legt ja, wie ja vorhin auch schon gesagt, Eier. Also, wie kann man verhindern, dass der Vogel überhaupt brütig wird oder Eier legt? Vorab, man kann es eigentlich nie ganz verhindern, dass ein Vogel auch mal einfach so ein Ei legt. Bei einer guten Haltung wird es im Frühjahr, im Frühling oder im Sommer automatisch vielleicht mal passieren. Aber dass der Vogel nicht ganz so stark getriggert ist und euch sozusagen da mit Eiern bombardiert, ist eine wichtige Sache. Wenn ihr jetzt hier mal in meiner Voliere rumguckt, hier sieht man unterschiedliche Lianen, Zitzstangen, Korkröhren und so, aber keine Nischkästen. Ihr braucht für die ganzen Vogelarten keine Nischkästen, dass sie da drin schlafen können oder so, weil was tut ein Nischkästen automatisch im Frühjahr bei so einem Vogel auslösen, wie bei jedem Vogel in der Natur? Er will brüten. Und wenn ihr keine Männergruppe habt, wird er auch brüten und wird auch ein sehr starker Anreiz sein, überhaupt brütig zu werden. Also, die einfachste Regel ist, ihr macht keine Nischkästen in eure Voliere rein. Wenn ihr noch so schön findet, so ein paar Natur-Nischkästen, finde ich auch eine sehr schöne Sache, sieht auch wirklich top in der Voliere aus. Aber dann einfach so ein paar Röhren oder so, wo die Vögel drin chillen können, aber halt dadurch nicht so gut angeregt werden. Das habe ich ja auch schon gesagt, man kann es trotzdem schwierig verhindern. Warum ist das so? Ein Vogel ist ja neben dem, dass ein Vogel zum Beispiel durch Nischkästen angeregt wird zur Brut, wird der ja auch durchs Futter angeregt oder auch durch Temperaturen. Jetzt gerade im Frühling wird es schön warm, der Vogel merkt, okay, jetzt ist so, er wird einfach so ein bisschen Sommerfeeling. Wie auch wir Menschen denken, oh, Sommer endlich geil und haben einfach Glücksgefühle. Das ist natürlich durch die Wärme unvermeidbar. Aber was tut den Vogel neben dem, den Temperaturen auch noch animieren? Exakt, wer das jetzt gerade das Richtige gedacht hat, nämlich das Futter. Was kann man beim Futter machen, dass die Vögel züchten?
Zum Beispiel, wenn ich jetzt wollte, dass sie hier alle züchten, ich fange an mit Trailfutter, dann Keimfutter und das ist auch sowas, das ist einfach wie im Frühling. Da werden die einfach hormonell, gehen die ab wie ein Zäpfchen. Und lasse ich das jetzt weg oder futter das zum Beispiel weniger stark, dieses Keimfutter und auch natürlich Eifutter. Eifutter einmal die Woche, wenn man züchtet, muss man das 2 bis 3 Mal die Woche, einfach, dass der Vogel da ein bisschen brütiger wird. Option Gemüse biete ich natürlich auch an, sieht man hier zum Beispiel in so einem, habe ich so einen Futterbaum. Aber natürlich auch mehr Gemüse wie Obst, weil Obst trägt auch natürlich zur Zucht an, weil es einfach Zuckerenergie und deswegen. Also wenn ihr ein bisschen weniger Obst füttert jetzt im Frühjahr, gleichzeitig sozusagen auch das Keimfutter zwar füttert, weil das eine Top-Sache ist, wie ich auch schon mehrmals erwähnt habe, aber sozusagen nicht zu krass füttert und auch nicht jeden Tag dann. Ist es trotzdem eine Sache, dass sie mal Eier legen können. Ich sage mir mal, ihr tut Kaninchenkästen rein und auch futtertechnisch nicht die füttern, wie wenn die jetzt gleich loszüchten sollten. Kann ja trotzdem mal passieren, dass ein Vogel mal in zum Beispiel so eine Futterschale ein Ei reinlegt oder auf dem muliären Boden. Was macht ihr in diesem Fall dann, wenn die sozusagen euch Eier reinlegen? Ganz wichtige Sache, ihr müsst sozusagen schauen, dass ihr dann auf jeden Fall die Eier absammelt. Weil was passiert, lasst ihr die Eier drin? Gibt ihr dem Vogel den Bruttrieb noch stärker und er wird sagen, oh, jetzt lege ich noch ein zweites, drittes, viertes, fünftes Ei dazu, je nachdem welche Tierart auch mehr, welche Vogelart. Aber sammelt ihr die Eier ab, kann sein, der Vogel beendet automatisch seine Brut. Legt er aber dann wie ein Huhn fleißig weiter, kann es auch sein, ihr müsst den so kleine Gipseier oder so drunter machen, dass ihr einfach denkt, er kann brüten, aber halt keine echten Eier drunter lassen, weil sonst schlüpfen Küken. Aus Küken werden junge Nymphenzittiche und aus den jungen Nymphenzittichen werden ganzen Schwarm und dann müsst ihr, dann züchtet ihr wohl oder übel. Deswegen kann ich euch nur sagen, sammelt die Eier ab oder wenn die euch wirklich nach den ersten 5 wieder weiter bombardieren mit Eiern, könnt ihr nochmal schauen, ob ihr futtertechnisch was verändern könnt oder so. Oder ob ihr die Futterschale zum Beispiel eine Zeit lang nur am Boden anbietet. Das verleitet den Vogel auch meistens noch weniger zur Zucht. Genau. Das wäre sozusagen von meiner Seite aus. Wenn ihr natürlich noch zu diesem Thema Fragen habt, ist natürlich ein sehr großes Thema, oder ihr da auch Erfahrungen habt, könnt ihr mir das sehr gerne in die Kommentare schreiben. So ein Hobby ist ja immer, man lernt immer dazu und man lernt nie aus. Das ist die beste Sache an diesem Hobby und könnt ja, wie gesagt, wenn ihr auch zum Beispiel eine reine Männergruppe habt, könnt ihr schreiben, wie das bei euch klappt. Ich kann wirklich sehr positiv sagen, dass ich hier auch in dieser Gemeinschaft lehre. Die Nymphenzittiche sind zwar in einer geschlechtlichen Gruppe, dass da Männchen und Weibchen vorhanden sind. Und Wellensittiche sind in einer reinen Männergruppe hier und die Weibchen sind eine Voliere weiter, weil die halt wirklich stark brütig waren und ich so nur eingedämmt bekommen habe. Aber die Männchen verstehen sich auch wirklich super, man hört ja hinten dran zwitschern. Genau. Jetzt wäre es aber endgültig von mir. Ich verabschiede mich und der Spooky auch. Bis zu einem der nächsten Videos. Euer Dominik Reiser, aka. Zu diesem Videos. Ciao.